Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Wechsel, aber ganz ehrlich, bevor wir zum nächsten Teil kommen, muss ich einfach die Kamera wieder nachjustieren. Da dürfte ich irgendwann einmal einfach dagegen gestoßen haben während dem Arbeiten, sorry, aber jetzt können wir den richtigen Wechsel machen. Wir schauen jetzt einfach einmal ins schöne Asien. Dort ist mehr oder weniger auch die Hochkultur der Full Slips, beispielsweise bei Blue Fans. Und die haben dem angeblich großartigen Film Fantastic Beasts and Where to Find Them eine Full Slip Auflage spendiert und genau die wollte ich haben. Bin schon extrem gespannt auf den Film. Leider hatte ich bislang noch keine Zeit, ihn wirklich zu schauen, aber dafür ist, finde ich, alleine einmal dieser Schuber schon absolut beeindruckend. Es handelt sich um einen der bei Blue Fans recht beliebten Double Lentis, also mit einem Lenticular sowohl auf dem Front- als auch auf dem Backcover. Was ich hier so absolut genial finde, ist, wie dieser Charakter absolut im Vordergrund steht und wir aber neben den Städten im Hintergrund auch einen total schönen Übergang haben von den einzelnen Bildebenen mit diesem Zug. Keine Ahnung, inwiefern man das auf dem Video wirklich erkennen kann, aber das sieht echt geil aus. Vor allem, weil eben dieser Schriftzug, die Fantastic Beasts, einerseits grundsätzlich auf derselben Ebene sind, fast wie das Hauptmotiv, aber eben hier dann natürlich ein bisschen in der Luft schweben und vor dem Hauptmotiv sind. Das sieht echt geil aus und das bewegt sich auch richtig cool. Außerdem haben wir dann auf dem Backcover dieses Bild, wobei Blue Fans hier quasi einen Karton vorgeschoben hat, der sowohl vorne als auch hinten angeklebt wurde am Full Slip und eben Informationen enthält, wie beispielsweise hier rechts die individuelle Limitierungsnummer beziehungsweise einige andere Sachen, die ich nicht lesen kann. Aber wir bekommen, bevor wir jetzt aufs eigentliche Steelbook schauen, einmal eine Sache natürlich, wie stabil und so weiter dieser Full Slip ist. Ich glaube, das kann man hier recht gut erkennen. Wobei man leider hier auch erkennen kann, dass das die internationalen Versandunternehmen trotzdem nicht davon abhalten kann, die Teile irgendwie zu ramponieren. Wir können jetzt einmal schauen, dass wir diesen Klebepunkt hier lösen, mit dem eben dieses Backcover da angebracht ist. Macht es mir natürlich nicht leicht, dass ich das hier drinnen quasi im Inneren des Schubers machen muss und dass der so stabil ist, dass ich gar nicht dazu komme. Na komm her. Läuft bei uns. Wir haben es gleich. Es kann sich nur mehr um Stunden handeln. Man muss natürlich auch bei jedem Klebepunkt aufpassen, dass nicht irgendwelche Rückstände bleiben oder irgendwas kaputt geht. Aber wir haben hier dann das eigentliche Backcover. Vorsichtig. Genau. Ist das von der Größe her? Schau, Filmarena, so geht das. Hier dasselbe Motiv quasi wie hier. Nur eben auch als 3D Lenticular, was recht nett gemacht ist mit den handelnden Personen, die aber ebenfalls nicht alle in derselben Bildebene stehen, sondern ein bisschen versetzt mit dem Rauch, der sich hier schön mitbewegt und natürlich eben dem Hintergrund. Ist das echt geil gemacht und gefällt mir richtig gut. Außerdem hat eben dieses eigentliche Backcover noch offensichtlich einen anderen Sinn, weil es hier so ein bisschen kofferartig gemacht wurde und man hier diesen Koffer sogar öffnen kann, wenn man es denn zusammenbringt. Ja, ich würde diesen Koffer gerne öffnen. Sogar mit den Fingern als Verschluss, nicht einfach nur ein Rechteck. Oh, wow. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ich meine, nicht nur, dass dieses Innere hier cool aussieht, aber die Qualität von diesem Zertifikat, einerseits mit diesem Goldfoliendruck, andererseits mit diesem Papier, das eben nicht einfach nur Papier ist, sondern eine wirklich schöne Struktur hat. Wahnsinn. Das gefällt mir echt gut. Das ist wirklich, wirklich wunderschön gemacht. Das sieht man einfach, dass sich Blue Fans extrem viele Gedanken macht, extrem viel Mühe gibt bei dem, was sie tun. Was natürlich auch schön ist, wenn sie dann nicht so viele Releases bringen, weil dann haben sie eben wirklich Zeit, sich um die zu kümmern, die sie dann echt bringen. Und das ist ein fettes, geiles
Teil. Außerdem warten dann hier einige Fotos auf uns, die schauen wir uns gleich an, und ein Steelbook mit diesem Cover-Artwork, was geprägt ist, wo dann aus dieser Fensterprägung der Filmtitel wieder rausschaut, wo ich allerdings sagen muss, das Steelbook an sich fühlt sich diesmal irgendwie überraschend leicht und wieder etwas dünner aus. An mir gefällt persönlich dieser absolute Full-Gloss-Effekt nicht. Wir haben den metallischen Steelbook-Effekt dafür eigentlich nur hier oben im Hintergrund und nicht wirklich im eigentlichen Motiv. Da hätte man, finde ich, etwas mehr machen können, aber schier ist es natürlich auch nicht. Da gefällt mir irgendwie das Motiv auf dem Backcover etwas besser, auch wenn wir hier ebenfalls absolut nur diesen Full-Gloss-Effekt haben. Da sieht man ehrlich gesagt mehr von meinem Arbeitszimmer als vom eigentlichen Motiv. Aber dieser mehr oder weniger magisch rauchende Koffer ist eine feine Sache. Irgendwie gefällt es mir. Ja, es ist zwar nicht durchgehend, aber es ist ganz in Ordnung. Was dieses Steelbook aber absolut genial macht, ist das hier. Weil Bluefans offensichtlich gecheckt hat, im Gegensatz zu Warner selbst, dass Sammler Sammler sind und verschiedene Sachen sammeln. Deswegen gibt es hier in diesem Full Slip den Film sowohl als 4K Blu-ray als 3D Blu-ray und als normale Standard-Blu-ray. Sprich, alle drei möglichen modernen Formate sind hier dabei. Und das finde ich absolut genial. So kann ich mir den Film jetzt gemütlich in 3D anschauen. Und wenn ich dann irgendwann einmal auch einen 4K-Player habe, kann ich das auch tun. Drinnen hier ebenfalls, so wie beim Frontcover, so im Hintergrund, ein bisschen dieser metallische Effekt bei den Charakteren. Gar nichts, die stehen davor und über das drüber. Aber dafür hier unten dann einige Texttafeln quasi mit den Credits, die offensichtlich von Warner so vorgegeben werden und die auch gemacht werden müssen, weil sie eben nicht nur bei den von Warner direkt vertriebenen Steelbooks vertreten sind, sondern auch bei solchen, gefällt mir aber trotzdem nicht. Dann können wir die Discs wieder hinein verfrachten. Wir haben auf der Folie eigentlich draußen bei dem Release noch hier einen Sticker kleben gehabt mit eben dem Hinweis auf den Blue Fans Exclusive Release und natürlich ebenfalls mit dabei im Full Slip ein Buch, diesmal im Querformat mit einigen Artworks aus dem Film und die möchte ich euch natürlich auch noch zeigen, nämlich zahlreiche Bilder. Das macht Bluefans, finde ich, sogar besser als Filmarena, weil das Blättern dank der etwas dünneren Seiten, finde ich, angenehmer ist. Dafür haben wir hier ausschließlich ein Fotobuch mit verschiedenen Standbildern aus dem Film. Vielleicht gibt es das ein oder andere Produktionsfoto auch noch. Müssen wir warten, ob da noch was kommt. Aber bis jetzt waren es einfach nur Bilder aus dem Film, teilweise über beide Seiten. Erschreckend, I am Groot im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat sogar Augen, oder? Sollten das das Augen sein bei diesem Herrn Pflanzentyp? Naja, schau mal. Der Niffler. Coole Sache. Ja, wie gesagt, das Einzige, ich finde halt diese Artbooks irgendwie ein bisschen unnötig. Ich würde mir sowas nie kaufen, weil ehrlich gesagt, man blättert das jetzt, das ist geil, man blättert das jetzt einmal durch und dann hat man mehr oder weniger gesehen und jetzt so wahnsinnig interessieren, dass ich dann noch einmal durchblättern wollen würde, tut es mich nicht. Jetzt muss ich nur schauen, ob sie daran gedacht haben, dass man das da tatsächlich noch reinkriegt. Ja, haben sie. Dann kann ich nämlich diese Klebepunkte entfernen, weil die möchte ich liebend gern eigentlich nicht dabei haben. Weil ja auch wenn diese Klebepunkte recht nett gemacht sind, mit der Zeit es trotzdem sein kann, dass eben diese chemischen Komponenten von dem Kleber das Papier angreifen und sich das irgendwie dann nachher nicht mehr so gut anfühlt. Aber wir kriegen das hier alles rein. Es fühlt sich nachher nicht irgendwie bombiert oder unpassend an. Das passt und ist geil. Auch wenn euch sicher schon aufgefallen ist, dass hier, das ist bei Bluefans eigentlich immer so, dass Front- und Backcover auf der anderen Seite ist und deswegen eben der Schuber nach links aufgeht und nicht nach rechts.